Servus, guten Abend, ihr fucking Twats. We are back. What the fuck? So. Das, was ich jetzt mache. Ich mache jetzt eine Rüstung. Du machst jetzt eine Rüstung. Ich weiß nicht, was ich tue. Ich werde jetzt nämlich nichts tun. Richtig. Mal gucken, wir waren jetzt ja schon länger nicht mehr hier auf dem Server, wir waren ja... So, meine Rüstung ist fertig. Irgendwie, aus irgendeinem Grund braucht meine Quarry mittlerweile noch mehr Strom als vorher, was... Ach so, mein Jetpack lädt gerade. So, jetzt kann ich die noch empowern, das werden wir jetzt noch tun. Jo. So, ich werde demnächst mal auf den Mond fliegen müssen. Unser Plan war ja... Nee, ich werde das vermutlich auf dem Mars machen, oder? Wie ist denn das von den Mondzyklen her? Von den Sonnentageszyklen auf dem Mond? So wollte ich das sagen. Du hast da 6 Tage... Sechs Tage Licht, 6 Tage Dunkel. Genau. Wie ist es auf dem Mars? Obviously länger. Das heißt, es wäre... Wobei, nee, der Mars ist... Stupidity at its finest. Oh mein Gott, bin ich... Alter, ich bin... Warte, ich habe das gegoogelt und ich würde dir empfehlen, das ebenfalls zu googeln. Oh, mein ME-System ist gut voll. Ich glaube, da sollte man sich demnächst nochmal drum kümmern. Bin ich eigentlich komplett... Verdrives craften. Man braucht dafür einen... Oh, was? Was? Aber... Mein ME-System ist brimmed. Ich muss mal kurz meine Spotify-Playlist anpassen, meine Damen und Herren. Das ist nämlich grandios, dieses Lied. So. Why doesn't that work? Why the fucking... Ah. Boah, hab ich Magenkrämpfe, meine Damen und Herren. Das ist nicht mehr schön gerade. That's your problem. Yes, it is. Ich crafte jetzt aber auf jeden Fall mal Soy Sauce Panels. Und zwar... Gibi, oder? 1000 Stück? Start. Alter, bin ich eigentlich... Ja. Bist du eigentlich völlig deppert? Wo war denn bei den... Schieben wir da mal ein wenig Strom rein. So. Jetzt ist die Frage. Ich stopp das nochmal. Gibt es eine Möglichkeit, schnell an Emeralds ranzukommen? Sorry. Keine andere Möglichkeit. Nein. Ich habe jetzt aus irgendeinem Grund 13 Emerald-Blöcke in meinem ME-System gefunden. Hä? Okay. Ja, reicht doch. Brauchst du doch jetzt nicht mehr farmen. Ja, doch. Warum? Ich brauche 4000 Emeralds für meine Pläne, für mein Vorhaben. What the actual... Was hast du vor? Okay, mir fehlen noch 1700. Ich möchte 1000 von den Advanced Solar Panels craften. Ich habe aktuell alles da, bis auf 1785 Emeralds. Ja, viel Spaß beim Farmen. Es muss doch irgendeine andere Möglichkeit geben. Apparently gibt's eine, aber die weiß Cortmo nicht. Vielleicht gibt es ja in anderen Dimensionen... Oh, nee. Du, doch. Wir haben hier RF-Tools. Jetzt, do it. Es ist die Möglichkeit, endlich mal diese Dimensionsscheiße, die wir hier immer reinpacken, auszutesten. This is your chance. This is your chance. Was ist das? Ich habe noch nie davon gehört. Dass dieser Dimlet Researcher. Nee, was... Yes, yes it is. Hä?
Muss ich jetzt googeln oder was? Komm, do it. Das ist die Chance. Ja, wir übertreiben ja schon. Schon gerade. Komm, einmal warum den komischen Weg gehen, wenn man auch den sehr komischen Weg gehen kann. Muss das ja immer so sehen. Das, was du da tust, werden wir sonst nie wieder die Möglichkeit für kriegen. Okay. Da sollte ich mir das Video von Direwolf mal reinziehen. Dimensions. Dimension Builder. Yay, Octetic. Als hätte man's erahnt. Und er speichert die paar. Was ein Scam. Ich muss mir kurz das Video reinziehen hier. 20, also 1, 2, 3, 4. So. Ah, da gibt's ein Manual, was man sich reinziehen kann. Klingt doch gut. Ich habe 8 Division Sigils im Inventar. Im ME-System. Dafür brauche ich ein Buch und Redstone. Und dann wird das einmal da reingekraftet und dann kann man das durchlesen. Das ist ein Epic Shader Grab Bag. Was macht man damit? Weiß ich nicht. Ah. Immersive Engineering. Table of Contents. All blocks in this mod, with a few exceptions like endogenic generator and blocks for which orientation doesn't matter, can be rotated by using a wrench on them. All blocks in this mod can be picked up by using a wrench. Wow. So, jetzt haben wir, jetzt ist die Rüstung schon mal empowered to the max. Jetzt kann man die hier noch aufladen. Ach du Scheiße, sack die viel Strom. So. Kann man da noch Upgrades drauf schieben? Und ich meine, man kann die auch noch normal enchanten. Ja. Das heißt, wir könnten der tatsächlich Soulbound geben. Ha. Okay. Interesting. Womit fangen wir an? Geil, du kannst da Wireless Redstone mitmachen. Das war die Scheiße, die ich nicht kapiert habe in TS5. Ha. What? Du kannst ja... Das ist quasi in dem E-System, dieses Ding, oder? Kann sein. Storage System, Modular Storage Block, Advanced Chest. Kannst du aber nur 300 Stacks an Sachen reinmachen. Ist ja nichts.
Und du hast einen Offline-Access with a Tablet. Automatic Crafter hat der auch die Dings. Yay, ich brauche Level. Teleport, which varies depending on traveling distance. Power is also consumed. If there is not sufficient power during the first power usage, then teleportation will simply not start. If there is a power failure during the transit, then potentially very bad things can happen to the player. So. Okay. Was geht da in deinem Hirn gerade schief? What? Sehr geil. Alter, da musst du dich erstmal reinlesen, das ist ja absolut. Alter. So. 30 Level. Yes. Boah, das ist... Das musst du, glaube ich, studiert haben. Das. Leg das jetzt meine Sachen auf. Alter. Macht das jetzt Energie? Wo Energie? Kann ich das irgendwie... Controls... Dark Steel Armor. The Dimension Builder is explained in another book. You can craft the Dimension Builder manual as follows. Stand am Ende von dem Buch, was ich gerade durchgelesen habe. Nee. Also noch ein Buch. Und nochmal Redstone. Always wanted to create your own worlds, explore uncharted areas and create magnificent buildings in fabulous worlds. With the Dimension Builder you create your own dimensions with all kinds of special features. Make void worlds, mining ages, floating islands. There's only one catch. There is no catch. Yes. Let's have a whiff. Was? Simple dimensions like a void world don't require a lot of power, but very complex dimensions can easily go above millions of RF per tick. So yes. If you want a world made of diamond blocks, you're either going to have to be very lucky or else be prepared for a hefty power generation system. Ja? Uff. Doch. RF-Tools generates dimensions with random features. However, you can make things more deterministic by specifying every type of... Before and by... Was? Over. Night or midday. Although you have a chance of creating a good world, chances are it won't work out in your favor. However, you can control your world with objects called dimlets scattered throughout the world in dungeons and other chests, or just obtained by killing endermen. You have a chance of finding unknown dimlets. These are small items were made a long time ago with forgotten technology. Ja. Du musst diese Dinge finden. Davon habe ich 113 Stück. Ja, dann schieb mal rum. Du hast, glaube ich, fünfmal so viele im ME-System. Warum? Ja, weil das in Kisten zu finden ist, in den Mineshafts und so. Und wenn das ME-System die abbaut, dann hast du die.
Was braucht man da für den Dimlet Researcher, oder? Den muss man craften, richtig. Ich crafte mir den mal. Der braucht Strom. Ja, und du brauchst einen Dimension Inscriber, damit kannst du die Dimensions machen. Hardened Clay, Biom Savanne, Shallow Ocean, Savanna M, Liquid Ale World. Ich will in die Liquid Ale World. Da sehe ich mich. Sky Cyan Fog, Mob Wolf, Material Light Blue Stained Clay. Sky Dark Green Color Dimlet. Biome Grassland. Oil Sands. Liquid Blood. Effekt None. Ich hab keinen Platz mehr im Inf. Ich schmeiß davon jetzt. Ich brauch meine Kiste. Was? Also dieser Dimension Builder, der die Dimension baut, der kann maximum 300.000 RF pro Tick aufnehmen, braucht aber wahrscheinlich mehr Strom, als er aufnehmen kann, um die Dimensionen herzustellen. Deswegen braucht man mehrere von den Dingern, die jeweils 300.000 RF pro Tick ziehen. Sky Black Clouds, Material Salpeter Ore. Once you have created your dimension, you need a way to get Normal there. Normal Fog. Roofed Forest. Feature Pyramids. Silk Glades Dimlet. Sky Dark Green Color. Light Gray Stained Clay. Mob Blaze. Effect Regeneration. Liquid Honey. Biome Fen. Liquid Grape Wine Dimlet. Also, das kostet dich auch nur 300 RF pro Tick, das Liquid Grape Wine Dimlet. Ja, das stimmt. Da würde ich hin. Special Seed Dimlet. Controller Fields Dimlet. Was? Liquid Lava Dimlet. Bei dem Liquid Lava sehe ich uns. Liquid okay, Lava. Auf jeden Fall Oil Sands. Du musst auf jeden Fall sicherstellen, dass solange du in der Dimension bist, muss dieser Biome Generator oder wie der heißt, gepowert sein, weil sobald der keinen Strom mehr hat, ist es für dich aus. Dann kommst du aus dieser Dimension nicht mehr raus. Nie wieder oder nur mit Admin-Tools oder wie genau? Wahrscheinlich mit Admin-Tools. So wie ich das hier lese. Weil dann ist ja, das ist ja wie ein Chunkloader. Dann läufst du in einem nicht geladenen Chunk durch die Gegend. Kannst nichts tun. Und du brauchst natürlich auch Strom, um dich wieder weg zu teleportieren. Wenn du den nicht dabei hast, hast du auch verkackt. Ich habe jetzt ziemlich viel Research betrieben, was die Dimlets angeht. Da sind schon witzige dabei. Ah, und du kannst den... Du kannst dir einen Dimension Monitor craften und mit dem kannst du überprüfen, wie viel Power noch in der Dimension drin ist und dann kannst du rechtzeitig abhauen, wenn das weg ist. Weil die puffert, glaube ich, selbst ziemlich viel, 40 Millionen puffert diese Dimension. Das wird Strom fressen.
What if you just died in an unpowered dimension? How can you get your stuff back? Well, that's something for the next episode. Ah, du kriegst einfach Schaden, das ist einfach... Okay. Ja. Probieren okay. wir das da jetzt mal aus irgendwann, Morgen. Oder? Morgen. Auf Wiedersehen.